Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von eurer Gameplayerin. Ja, in der letzten Folge haben wir mal wieder Valaste aus der Magiergilde geholfen und wir schauen mal, ob unser Stalker diesmal wieder vor der Tür steht. Ja, und das tut er. Schalidor. Adeptin, wir brauchen noch einmal eure Hilfe. Valaste hat das Buch übersetzt, das ihr bei Sheogorats verrücktem Spiel gewonnen habt. Wisst ihr, was unsere nächste Herausforderung sein wird? Ja, sie ist bereit, das Portal für euch zu beschwören. Ich werde euch auf den Inseln treffen, aber beeilt euch bitte, wenn ihr so freundlich wärt, Adeptin. Ich mache mir Sorgen. Wo kann ich sie finden? Ihr werdet die Herren der Inkunabula tief im Dschungel, in der Gildenhalle des Bandari-Handelspostens in Malabal Tor finden. Viel Glück, Adeptin. Warum habt ihr gesagt, ihr würdet euch Sorgen machen? Es geht um Valaste. Sie arbeitet Tag und Nacht daran, diese Bücher zu verstehen. Sheogorat besitzt einen verworrenen und verdorbenen Verstand. Und ich mache mir Sorgen, dies könnte einen zu hohen Tribut von ihr fordern. Gibt es etwas, das wir tun können? Ehrlich gesagt, Adeptin, nein. Valastes Verstand ist einzigartig. Solange diese Bücher so verflucht sind, dass ich sie nicht entziffern kann, ist sie unsere beste und einzige Chance. Sie ist fast so schlau wie ich. Erzählt ihr nur nicht, dass ich das gesagt habe. Okay, dann müssen wir uns erstmal aufmachen und nach Malabal Tor reisen. Was hat er jetzt gesagt? Bandari Handelsposten, ne? Der ist hier oben. So, da hinten ist der Eingang. Hallöchen. Die Gilde braucht eure Hilfe. Die braucht mich nicht. Achso, ich bin in der Gildenhalle. Moment. Obwohl doch, sie ist in der Gildenhalle. Ach nee, hier ist auch die Magier. Ah, okay. Hallo? So. Schalidor hat euch gefunden. Hervorragend. Ich habe die Hinweise aus dem letzten Buch enträtselt. Und ich fürchte, ich habe keine guten Neuigkeiten. Eure nächste Prüfung führt euch in einen besonders unangenehmen Teil der Schauderinseln. Ein Ort, den man das Schloss der Nimmersatten Naga nennt. Sollte ich diesen Namen kennen? Nicht, außer ihr habt euer Leben damit verbracht, über obskuren, dätrischen Folianten zu grübeln. Das Schloss ist der dunkelste Teil von Schwermut, dem Schattenland der Schauderinseln. Ich mache mir Sorgen, dass... Valaste, geht es euch gut? Mir geht es gut, Adeptin. Ich bin nur erschöpft. Es ist sehr auszehrend, diese Wälzer zu übersetzen. Macht euch um mich keine Sorgen. Ich kann für euch sofort das Portal zu den Inseln öffnen, wenn ihr es mir erlaubt. Vielen Dank, Valaste. Ihr seid angekommen. Ja, offensichtlich. Willkommen zurück auf den Inseln, Adeptin. Wir müssen wachsam sein. Dieser Teil von Sheogorats Reich ist verworren und verdorben. Wohlan, Schalidor. Habt ihr irgendeine Ahnung, worauf wir hier treffen könnten? Ich bin mir nicht sicher. Ich war noch nie in diesem Teil der Schauderinseln. Aber wir sind hinter dem letzten Folianten her. Daher müssen wir davon ausgehen, dass er etwas wahrlich Perverses für uns ausgeheckt hat. Valaste hat gewiss genug gelitten. Ihr hattet recht. Irgendetwas ist mit Valaste nicht in Ordnung. Ja, es ist so, wie ich gesagt habe. Sie hat Tag und Nacht gearbeitet. Und Sheogorats finsterer Intellekt wird durch diese Folianten gebündelt. Sie sind wie ein Makel auf ihrem Verstand. Ich glaube, wir werden... Wartet. Fühlt ihr das? Was fühlen? Nicht so schnell, Schalidor. Nur geladene Gäste im Schloss. Wir haben Grundsätze, wisst ihr? Verflucht seid ihr, verrückter Gott! Lasst euch auf dem Weg hinaus nicht von der Tür treffen, Schali. Und hinfort mit euch. Nur wir zwei. Jetzt können wir in Ruhe sprechen. Ah, meine kleine Sterbliche. Ich bin ein Mann vieler Persönlichkeiten, aber ich verrate euch etwas. Sie mögen euch alle sehr gern. Wie sieht das Spiel diesmal aus, Sheogorat?
Das Spiel folgt auf dem Fuße oder auf dem Bein. Jedenfalls werden dabei alle möglichen Körperteile abgetrennt. Aber macht euch darüber keine Sorgen. Ich habe euch hierher gebracht, weil ich euch beobachtet habe. Ihr arbeitet zu hart. Ihr braucht einen kleinen Urlaub. Einen Urlaub? Natürlich. Das hier ist mein Schloss. Es ist mein Familiensitz. Seit Generationen von mir an mich vererbt und so weiter und so fort. Ich glaube, ihr werdet es hier lieben oder hassen. Eines von beidem ganz sicher. Nun gut, was kommt zuerst? Den Weg hinter mir hoch liegen unsere Gästezimmer. Ach, herrje, alle drei Räume sind derzeit belegt. Unter uns gesagt, haben sie meine Gastfreundschaft schon allzu sehr beansprucht. Und diese eine Person erst. Oh, sie passt einfach nicht hierher. Könntet ihr mir einen Gefallen tun? Sagt ihr, dass sie verschwinden soll? Wo ist der Haken? Der Haken? Ihr seid mir aber auch ein misstrauisches Stück. Wenn es denn einen Haken gäbe, dann würde ich sagen, es wäre der, dass zwei meiner Gäste mordlüsterne Kannibalen sind. Ihr wollt einen Tipp? Lasst euch von niemandem fressen. Wenn jemand versucht, euch zu töten, dann tötet ihr ihn zuerst. Ich werde das im Hinterkopf behalten. Und denkt daran, versucht euch zu entspannen. Ob man sich hier so gut entspannen kann, das ist die andere Sache. So, dann gehen wir mal ins Schloss. Beziehungsweise, ja, hier kann man nicht mehr so viel holen. Ich glaube, ich kann das sogar alles ignorieren hier. Seid auf der Hut, sprecht vorsichtig mit diesen Gästen, bevor ihr jemanden hinauswirft. Ich kann euch hören, Charlie. Belästigt meine Gäste nicht. Ihr seid der Einzige, der denkt, dass ihr lustig seid, verrückter Gott. Ist da draußen jemand? Ich kann eure Bewegungen hören. Genießt ihr euren Aufenthalt? Nein, ganz und gar nicht. Hier drin huschen Dinge umher. Ich soll einen von Sheogorats Gästen rauswerfen, der einfach nicht hierher passt. Hm? Oh, werft mich nicht raus. Solange ich nicht auf die Geräusche achte, ist es hier drin ziemlich nett. Die Poesie meiner Seele könnt ihr nicht durch eine Tür sehen. Ihr könnt mir nicht in die Augen schauen und begreifen, dass mein Verstand allein mir gehört. Ihr könnt die Intensität meiner Wahrheit nicht erkennen. Da bin ich mir jetzt nicht so sicher. Hört sich aber so ein bisschen wie Sheogorat an, finde ich. Hallo? Ist jemand da? Ich habe vor Stunden den Zimmerservice bestellt. Genießt ihr euren Aufenthalt? Ja, in der Tat. Es ist hier sehr angenehm. Ab und an gibt es ein paar ungewöhnliche Vorfälle, aber insgesamt... Hört mal, seid ihr nun das Zimmermädchen oder nicht? Ich soll einen von Sheogorats Gästen rauswerfen, der einfach nicht hierher passt. Was? Nun, mich werft ihr nicht raus. Wenn ihr mich rauswerft, lasse ich euch von meinem Anwalt in Alinor vor Gericht schleifen. Wir werden euch jede einzelne Münze abnehmen, die ihr je verdient habt. Und jede Münze, die eure Kinder jemals verdienen werden. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher. Ich habe schon zigmal gemacht und jedes Mal stehe ich hier wieder aufs Neue und denke, wer war das nochmal? Ich kann jemanden da draußen hören. Hallo? Genießt ihr euren Aufenthalt? Ja, halt, nein. Spielt der Meister wieder seine Spiele? Wartet, ich meinte, ist das eines seiner Stücke? Mir gefallen seine Stücke. Sie schmecken so gelb. Ich soll einen von Sheogorats Gästen rauswerfen, der einfach nicht hierher passt. Ja, ja, werft mich raus. Öffnet sofort die Tür oder ich ziehe euch die Haut vom Gesicht und trage sie als Maske. Ich kratze mich durch dieses Holz und reiße euch eure saftige Kehle auf. Ich bin mir echt nicht sicher. Ich meine, das wäre der Typ mit dem Anwalt gewesen. Ist jemand ja, da? In der Was? Nun, mich? Also gut. Mein Advokat wird euch deshalb... Ich finde selbst hinaus. Aber ich nehme nicht dieses furchtbare Portal. Das ist ein wirklich gutes Portal. Ich sollte es wissen. Ich habe es erschaffen. Okay, es war auf jeden Fall das Richtige. Sehr schön. Oh, ich bin jedes Mal stehe ich hier und denke mir, war das jetzt richtig oder nicht? Es ist so lange her, seit wir Gäste hatten. Damals hättet ihr meinen alten Onkel Leo geliebt.
Reizende Unterhaltung beim Abendessen, wenn er nicht alte Liebschaften aufbrachte. Er würgte sie buchstäblich wieder hoch. Böse Angewohnheit. Ich habe euren Gast rausgeworfen. Was kommt als nächstes? Nun, schauen wir mal. Da ihr euch nun eingewöhnt habt, solltet ihr einen Spaziergang über das Gelände machen. Wir haben hier dieses entzückende Labyrinth beim Schloss. Ihr müsst es einfach sehen. Da muss ich also einen Weg durch dieses Labyrinth finden? Warum? Warum sollte ich denn für alles einen Grund brauchen? Sterbliche, Sterbliche, Sterbliche! Ständig brauchen sie Gründe für alles. Zum Beispiel, die Leute glauben, dass Licht die Schatten vertreibt. Ich sehe es lieber so, dass man ohne ein paar Lichter gar keine Schatten genießen könnte. Dann wird es im Labyrinth also dunkel sein? Potzblitz, ihr habt es begriffen. Ich wusste, dass ihr anfangen würdet, mich zu verstehen, wenn wir nur genug Zeit miteinander verbringen. Ich habe diese Wirkung auf Leute. Es ist dort in der Tat etwas zu dunkel. Warum zündet ihr unterwegs nicht ein paar Feuerschalen an? Das hält die Atmosphäre auf. Wenn ihr unbedingt möchtet. Achtet auf das, was nachts Krach macht. Boah, dieser Satz, der ging mir jedes Mal durch Mark und Bein. Der hat das auch noch mit so einer Tonlage gesagt. Ihr habt die Dunkelheit zuvor gesehen, Adeptin. Denkt an eure Ausbildung. Nicht schummeln, Schalidor! Ruiniert das nicht für mich. So nicht, Freund. So nicht. So, machen wir erstmal die erste Schale an. War da irgendwas? Ne, es ging nur an, ne? Okay, dann haben wir... Wie war das nochmal? Ich glaube, hier durch. Nerv nicht, Werwolf. Ich muss hier mal eben schauen. Genau, hier. Die Entscheidung ist gefallen. So sei es. Wir haben gar keine Entscheidung getroffen, du Trottel. Ich werde euch zwingen, eine arme alte Dame in Wegesruh heimzusuchen. Klingt das lustig, Charlie? So, einmal rechts rum noch. Ist er jetzt tot? Ja. Und dann, glaube ich, gegenüberliegend noch einmal links. Also jetzt hier geradeaus, oder? Nee, geradeaus und rechts ist das dann... Geh mir doch mal aus dem Weg hier. Ich muss hier rum. Nee, nee. Du kannst das nicht. So, hier noch einmal. Und ich meine, da käme jetzt noch ein Werwolf. Ja, genau, da hinten der. Da muss ich, glaube ich, dran vorbei. Wenn mich nicht alles täuscht. Ja, doch, hier ist der Weg. So. Und nun? Also, was denkt ihr? Was war euer Lieblingsteil? Nein, beantwortet es nicht. Ich kann euch am Gesicht ablesen, wie glücklich ihr seid. In Klammern nicht. Ich habe es durch das Labyrinth geschafft. Was kommt jetzt noch? So viel Selbstvertrauen, Prahlerei, Entschlossenheit, das gefällt mir. Der letzte Ort, den ihr für mich besuchen sollt, ist unser kleines, bescheidenes Herrenhaus, gleich hinter mir. Das ist ein Herrenhaus? Ich möchte, dass ihr meine Familie kennenlernt. Hier schlummern so viele schöne Erinnerungen. Diese eine Sache, die mit dem Skalpell... Und all unsere Familien essen erst. Ha! Und natürlich dürft ihr mit unseren Familienerbstücken spielen. Erbstücke? Jawohl. Wir haben da einen alten Reim über sie. Vier Lichter in einem Strang, stups eins an und es leuchtet dann. Nein, das war falsch. Vielleicht ging es so. Vier Lichter in einem Trog, stups eins an und schon ist es tot. Irgendwie sowas. Ich werde unbedingt daran denken. Denk daran. Urlaub heißt die kleinen Momente genießen. Mhm. Das ist eher das Leben, nicht der Urlaub.
durch. Ich glaube, da bin ich sonst immer durchgelaufen. Aber ich muss ja noch ein paar Punkte sammeln, ne, für die Kriegergilde. Diese armen Seelen. Cheogorats Familie. Wie kommt ihr immer wieder hier hinein? Ich beschuldige Haskell. Anscheinend steht nicht alles unter eurer Kontrolle. Noch nicht, jedenfalls. Und in diesem Ort, da seht ihr jetzt diese vier Teile. Die müssen in der richtigen Reihenfolge gedrückt werden. Ich bin mir nicht sicher, ob und wenn ja, wie man das Ganze resetten kann. Deswegen möchte ich das direkt in der richtigen Reihenfolge machen und euch das dann auch zeigen. Ich kann euch hier nur den kleinen Tipp geben, bei uns auf der Homepage, die hungrigen Wölfe.wordpress.com. Da findet ihr unter den Tipps, war es glaube ich, nochmal einen extra Link zu den Questrätseln. So. Und da findet ihr dann auch nochmal mit Bild und Text die Lösung dazu. Und ich habe auch ein Video auf Alpha-Wölfin gemacht. Aber ihr könnt euch das auch einfach hier angucken, nur falls ihr das später nochmal nachschlagen möchtet. Und zwar müsst ihr hier die folgende Reihenfolge nehmen. Ihr drückt erstmal den ersten Kristall, beziehungsweise aktiviert den, wie auch immer. Dann den zweiten Kristall. Dann den vierten Kristall. Dann müsst ihr wieder zurück zum ersten Kristall gehen. Natürlich immer von links angesehen. Und dann geht ihr zum dritten Kristall. Schön, nicht wahr? Ist es nicht schön? Es ist der schönste Teil des Schlosses. Ihr könnt sehen, warum wir so viele Jahre daran festgehalten haben. Großartig. Kann ich jetzt das Buch haben? Nun mal nicht so schnell. Habt ihr euch nicht die ganze Zeit gefragt, warum dieser Ort das Schloss der nimmersatten Nager genannt wird? Eigentlich nicht. Ich würde das auch nicht unbedingt gerne wissen wollen. Ich schätze schon. Nun, das solltet ihr. Und ehe ich euch den letzten Folianten gebe, bevor ich euch und Schalli für all eure harte Arbeit belohne, müsst ihr noch ein letztes Mitglied meiner Familie treffen. Lasst mich euch die Geschichte vom alten Onkel Leo erzählen. Normalerweise klicke ich natürlich auf die Kurzfassung, aber da das ein Let's Play ist, das klingt unterhaltsam. Fahrt fort. Ah, eine Sterbliche, ganz nach meinem Geschmack. Nun, Onkel Leo war zu seiner Zeit ein ziemlicher Frauenheld. Er hatte eine Braut in jeder Stadt, von Windhelm bis Sturmfeste. Als die Jahre vergingen und sein gutes Aussehen dahin zu welken begann, kam er immer seltener zum... Nun, ihr versteht schon. Ja, ich verstehe. In Ordnung. Nun, als er von der Damenwelt nicht mehr die Aufmerksamkeit bekam, an die er sich so sehr gewöhnt hatte, wurde Leo etwas schräg. Und da habe ich eingegriffen. Man kann ja schlecht jemanden, der so beliebt wie Leo war, einfach vereinsamen lassen, oder? Wohl eher nicht, Daher habe ich ihm eine kleine Abmachung vorgeschlagen. Ich gab ihm sein gutes Aussehen und seine Jugend wieder. Alles, was er mir versprechen musste, war, keine Maid mehr als einmal mit ins Bett zu nehmen. Eine wirklich simple Sache. Und er hat sich liebend gern drauf eingelassen. Ein paar Jahre später traf er dann Mjoll. Er hat sich verliebt? Käse für den cleveren Skeva. Leo konnte ihr nicht widerstehen. Er dachte, er käme aus unserer Abmachung heraus, indem er sie einfach heiratet. Aber nein! Sein Fleisch ist in der Hochzeitsnacht wie Wachs geschmolzen. Er wurde einer meiner Atronachen. Und jetzt? Sind alle seine Freundinnen Ratten? Ihr habt ihn in einen Fleischatronachen verwandelt, was er übrigens nicht gesagt hat. Ja, wobei sein Fleisch ist geschmolzen, ja doch irgendwie schon. Und jetzt liebt er Ratten?
Ah, ein bisschen zu viel, fürchte ich. Um ehrlich zu sein, ist es richtig peinlich für die Familie. Also, würdet ihr als höflicher Gast eine letzte Aufgabe übernehmen? Losziehen und Onkel Leo töten? Bringen wir es hinter uns. Grüßt die alte Nase von mir, bevor ihr seinen Schädel spaltet. Würdet ihr das tun? Das kann ich machen. Hallo, Onkel Leo. Leo oder Leo? Ich soll dich schön von Sheogorath grüßen. Darf ich ihm jetzt den Schädel spalten, so wie er es gesagt hat? Gute Arbeit. Die Familie wäre so stolz, wenn ihr nicht schon fast alle von ihnen getötet hättet. Es ist immer traurig, wenn ein guter Mann stirbt. Leos Tod gerade eben. Zum Todlachen! Ich habe das Schloss besichtigt. Dürfte ich jetzt das Buch haben? Ich sollte euch auf offener See gegen Narwale antreten lassen. Ich sollte euch auf einen Spießrutenlauf durch zwei Reihen zorniger, argonischer Konkubinen schicken. Aber das werde ich nicht tun. Das Buch ist euer. Hab Dank. Ja, ja, ich bin sicher, ihr und Schalidor werdet sehr glücklich mit eurem neuen Buch. Aber natürlich musste Valaste bisher das ganze Lesen übernehmen, nicht wahr? Grüßt sie schön von mir und sagt ihr, dass sie dieses letzte Buch hier ganz genau lesen soll. Grüßt Valaste von mir. Das hört sich nicht gut an. Ein geschenkter Unterschlupf. Ihr dürft es... Der Junge und die Ente. Ihr dürft es gerne durchlesen, wenn ihr möchtet. Es wäre schön, wenn der Text auch weggehen würde. So, ich werde es nämlich nicht tun. Ah, sie steht noch da. Ihr seid zurückgekehrt. Habt ihr das Buch? Ja, ich habe es. Ihr habt es geschafft. Wir haben sie alle. Jetzt muss ich die Bücher nur genau untersuchen. Zusammen, als Satz. Dann sollten wir Schalidors Insel finden können. Und wir haben eine arkane Halskette erhalten und eine wahrlich prächtige Glyphe der Magiker. Wünscht mir Glück, meine Freundin. Dieses Mal werde ich es brauchen. Ihr wirkt ein bisschen erholter, Valaste. Ja, Adeptin. Ich habe mich schnell erholt, nachdem ihr weg wart. Ich fühle mich nur ein wenig müde. Diese Angelegenheit mit den Büchern, die ihr gesammelt habt, sie hat mir einiges abverlangt. Das habt ihr schon mal gesagt. Was meint ihr? Diese Bücher sind wie Labyrinthe aus Wörtern. Sie bergen Schicht um Schicht an Bedeutungsebenen in sich und endlose Möglichkeiten der tiefer reichenden Nachforschungen. Er hat diese Dinge mit verqueren Verweisen überfrachtet, die nur jemand mit meinem Wissen je begreifen könnte. Das ist alles sehr anstrengend. Ihr scheint nervös zu sein, als ihr über das nächste Buch spracht. Ihr schien so. Wie ich schon sagte, ich bin nur ein wenig erschöpft. Seid unbesorgt, Adeptin. Ich bin dieser Herausforderung gewachsen. Genauer gesagt gehöre ich zu der kleinen Handvoll Leute in ganz Tamriel, die dieses Rätsel hätten lösen können. Wir bringen das schon zu Ende. Ja, das war dann wohl die Endrede von Valaste. Und damit ist das dann auch das Ende von dieser Folge. Ich bedanke mich erstmal fürs Zuschauen und wir sehen dann den allerletzten Teil der Magiergilde in der nächsten Folge. Bis dann! Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.